Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Wechselkarussell. Diese Woche mit ein paar kleineren Teams, aber auch mit einer ziemlich großen Neuigkeit. Fangen wir mit den kleinen Sachen an, und zwar sind die iNation-Jungs jetzt bei den Binary Dragons untergekommen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wer war denn iNation und wer sind denn überhaupt die Binary Dragons? Das fragt ihr euch zu Recht, denn das ganze Team spielt mehr so in der Balkanregion zusammen und dominiert diese auch. Sie haben zum Beispiel das Vitalbet-Turnier gewinnen können und auch beim Let's Play Spring Tournament haben sie sehr gut abgeschnitten. Und ja, jetzt sind sie bei den Binary Dragons, spielen direkt mal in deren Cup mit, was natürlich klar ist. Und mal sehen, vielleicht können sie auch in der großen internationalen Szene irgendwann den Durchbruch finden. Kommen wir zu Rogue. Die stellen nämlich ihr Academy-Lineup vor. Das Team, um das es hier geht, war kurzzeitig bei den Playing Ducks unter Vertrag. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten, deswegen das wieder aufgelöst wurde. In dem Lineup damals war auch noch der Bruder von JW dabei. Der muss das Lineup jetzt verlassen und macht für den Schweden Shadow Platz. Das Team freut sich auf jeden Fall, dass sie jetzt die Gelegenheit haben, als Vollzeitteam zu agieren und sich unter dem Namen von Rogue zu verbessern und mal sehen, was die Zukunft bringt und ob der ein oder andere Spieler vielleicht auch in einem größeren Team unterkommt. Kommen wir zu den etwas größeren Namen in der CSGO-Szene und zwar mal wieder Optic Gaming. Die haben in letzter Zeit ja keine so positiven Schlagzeilen gemacht. Erst hat Peacemaker das Lineup verlassen und jetzt sagt auch Hiko, er wird nicht länger Stand-in für das Team sein. Er schaut sich nach neuen Optionen um und erkundet auch andere Gebiete. So hat er zum Beispiel auch an einem Quake-Turnier teilgenommen. Also vielleicht sehen wir ihn gar nicht mehr in CSGO. Ich glaube nicht. Sein Tweet beendet er mit seinem typischen XD. Also mal schauen, was die Zukunft da bringt. Man muss jetzt sagen, für Optic Gaming sieht es richtig scheiße aus, denn die haben weder einen Coach, Peacemaker hat ja das Lineup verlassen, Hiko ist nicht mehr dabei, damit fehlt auch ein Stand-in. Stanislav ist ja so oder so schon zu Liquid gegangen und immer noch kursieren die Gerüchte um Mixwell und Rush, dass die ebenfalls das Team verlassen werden. Also für ein Team, das vor einem Vierteljahr noch hochgelobt wurde, haben wir jetzt hier ganz schön große Zerfallserscheinungen. Eben jene Zerfallserscheinungen zeigen jetzt auch die Renegades. Und zwar hat ja Ricky das Lineup in Richtung Counter-Logic Gaming verlassen. Das erste Aufeinandertreffen konnte Counter-Logic Gaming auch für sich entscheiden, was für Ricky wahrscheinlich ein ziemlich cooles Gefühl gewesen sein muss. Jetzt verlässt der nächste Spieler der Renegades das Lineup. Es ist Yam. Er geht zurück nach Australien und das aus persönlichen Gründen. Als Stand-in hat man jetzt erstmal Uber rangeholt. Da haben wir im letzten Wechselkarussell von berichtet. Der hat ja Complexity verlassen. Mal sehen, wie es jetzt mit den Renegades weitergeht. Und die letzte News des Tages kommt von Team Liquid. Pimp verflüssigt sich und sagt, er macht nicht weiter mit, möchte auf die Bank gesetzt werden. Und man hat auch schon auf Twitter sehen können, dass er jetzt um die Zeit zu den Kopenhagen Games herum wieder in Dänemark sein wird. Und er fragt auch schon rum, ob er nicht irgendwo einfach mal so just for fun mitspielen kann. Es sieht also alles danach aus, als würde Pimp wieder den Weg nach Europa zurückfinden. Er sagt im Statement, dass er auf jeden Fall weiterspielen möchte. Und mal sehen, was die Zukunft für ihn bereithält. Das war's auch schon wieder mit dem Wechselkarussell für diese Woche. Vergesst natürlich nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr immer wieder auf den neuesten Stand in der CSGO-Szene gebracht werden wollt. Und ansonsten verabschiede ich mich. Macht's gut und haut rein!